Halleluja, Halleluja. Ich vertraue, dass du bisher sehr gesegnet wurdest und dass meine Botschaften auch dein Herz berührt haben und du in eine neue Dimension an kindlichem Vertrauen in diesen großen Gott, der alles gegeben hat für dich, bekommen hast. Und jetzt kommt noch das letzte Kapitel zu diesem Büchlein, Sorgenfalten stehen mir nicht, denn Gott liebt es zu segnen. Und das heißt, wie deine Worte Segen bewirken. Neben dem Glauben ist das, was wir sagen, entscheidend. Der stärkste und wirksamste Teil unseres Körpers ist die Zunge. Gott sprach und es ward, im 1. Mose 1. Und er hat uns diese Autorität gegeben. Die Worte, die wir aussprechen, bringen weder Fluch oder Segen in unser Leben oder das der Menschen in unserer Umgebung. Weihe deine Zunge dem Heiligen Geist und entscheide dich zu segnen, zu lieben, aufzubauen und auch zu vergeben. Du wirst sehen, welche Auswirkungen das hat, nicht nur auf dich, sondern auch auf andere. Und das lese ich euch jetzt was vor aus der Apostelgeschichte 14, 8 bis 10. In Lystra begegneten Paulus und Barnabas einem Mann mit verkrüppelten Füßen. Der Mann war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie gehen können. Er hörte zu, als Paulus predigte. Paulus bemerkte ihn und erkannte, dass er fest daran glaubte, dass er geheilt werden konnte. Da rief Paulus ihm mit lauter Stimme zu: "Steh auf!" Und der Mann sprang auf die Füße und fing an, umherzugehen. Viele von uns, ich werde noch eine Botschaft machen, wo wir überall aufstehen müssen. Ihr Lieben, wenn Kinder gehen lernen, die fliegen oft hin. Und da wäre es total falsch zu sagen, bleib sitzen, du fällst ja sowieso wieder hin. Und aber im Glauben macht man das manchmal. Denkt man, so oft bin ich jetzt gefallen, ich bleib sitzen. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Es ist sehr wichtig, dass wir das verkündete Wort der Kraftwirkungen des Herrn Jesus Christus glauben und danach handeln. Jesus sagt uns, dass wir durch seine Striemen geheilt sind. Glaubst du das? Jesus hat folglich alle Krankheiten schon getragen. Warum musste sie dann tragen? Ich hatte im letzten Jahr eine sehr krasse Glaubenserfahrung. Meine Köchin hatte AIDS und wurde immer dünner und abgemagerter. Eines Tages bekam ich solch einen heiligen Zorn auf den Teufel, dass ich die Schultern meiner Köchin ergriff und sie mit den Worten beutelte: "Du Geist von AIDS, in Jesu Namen befehle ich dir jetzt, diesen Körper meiner Köchin Aisha zu verlassen und dorthin zu gehen, wohin Jesus dich schickt." Ich spürte richtig, wie Kraft aus meinem Munde floss und wie sich in der geistlichen Welt etwas tat. Kurz darauf flog ich einige Wochen nach Europa zum Predigen. Als ich zurückkam, wunderte ich mich über das frische Aussehen meiner Köchin. Sie hatte Gewicht zugelegt und strahlte nur so. Ich fragte sie nach dem Grund, warum sie so wunderbar und gesund wirkte, und sie meinte nur: "Jesus hat mich von AIDS geheilt. Ich wurde schon zweimal oder dreimal getestet und war jedes Mal negativ." Unheilbare Krankheit. Da jubelte mein Herz nur so vor Freude. Wie sollte man da nicht alle Ehre dem Herrn geben? Und wisst ihr was? Sie hat inzwischen die Jüngerschaftsschule durchgemacht. Sie geht zur Bibelschule. Wir bekommen jetzt bald einen Fernsehkanal, einen Satelliten, der ganz Afrika, Asien und Europa deckt. Und sie will der ganzen Welt erklären: Für Gott gibt es keine unheilbare Krankheit. Sagt sie, ich bin das lebendige Beispiel dafür. Also werde mutig und fang an, in Jesu Namen für die Kranken zu beten. Gott ermutigt uns nach, noch an vielen anderen Stellen in seinem Wort zu glauben und Wunder zu erleben. Das ist in Johannes 14, 12. Na, zuerst Johannes, 1. Johannes 5, 4. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Dann in Markus 9, 23. Alles ist möglich für den, der glaubt. Dann im Johannes 14, 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Das Gute ist, es liegt nicht an uns. Denn es ist nicht unser Glaube, sondern entscheidend ist, an wen wir glauben. Wir haben in unserer großen Halle, auf unserem Gelände in Ungarn, der Großen, die an der Wand stehen, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Wenn du Glaube an einen großen Gott hast, dann wird dein Glaube stark sein.
und seine Auswirkungen haben, wie du es dir nie erträumen hättest können. An dieser Stelle möchte ich noch eines von den vielen Wundern erzählen, die ich in meinem Leben schon erlebt habe. Ich arbeitete jahrelang in einem Beruf, wo ich viel telefonieren musste. Meine Nase war chronisch verstopft, sodass jeder, mit dem ich sprach, mich fragte, bist du verkühlt? Hast du einen Schnupfen? Meine Antwort lautete jedes Mal gleich, nein, ich bin nicht krank. Ich habe zwar die Symptome einer starken Erkältung, aber durch die Striemen des Herrn Jesus bin ich geheilt. Nach einigen Monaten war eines Tages plötzlich meine Nase frei und ich war fortan geheilt. Ich musste im Glauben die Wahrheit über eine lange Zeit aussprechen, bis die Heilung für jedermann sichtbar und hörbar war. Auch wurde ich von Krampfadern geheilt, von einem hohen Blutdruck. Alle meine Gelenke sind schmerzfrei. Und das in einem Alter, wo andere über dieses und jenes Wehklagen klagen. Ich gehe von Wunder zu Wunder, von Kraft zu Kraft, von Heilung zu Heilung und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Inzwischen habe ich mich entschlossen, kerngesund zu sterben. Denn Jesus hat alle Krankheiten getragen. Ich gehe in die ewige Heimat, wenn Jesus mich beim Namen ruft und mich abholt. Aber nicht im Siechtum oder dement. Der Herr sagt, dass wir lebenssatt sein sollen, wenn wir dieses irdische Leben verlassen. Und das bin ich noch lange nicht. Und jetzt noch ganz kurz zum Letzten. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen Glauben an einen großen Gott, sodass du dir keine Sorgen mehr um dein Leben machen musst, weil du weißt, dass er alles kann und ihm nichts unmöglich ist. Das erbitte ich für dich. Das erbitte ich für alle Menschen, die sich bisher auf ihre eigenen Sicherheiten verlassen haben. In der Corona-Krise wurde uns die Augen dafür geöffnet, dass alles, was wir uns selbst schaffen, nichts bringt und nichts hält. Letztlich ist es nur unser Vertrauen auf Gott, das uns trägt. Ich denke an unsere Situation hier in Uganda. Wir können nicht mit großen Krankenhäusern prahlen, die auf dem neuesten Stand der medizinischen Forschung sind. Zwar strengen wir uns an und bauen mit Vision für Afrika neue Kliniken, doch mit den Krankenhäusern in Europa und Amerika können wir es nicht mithalten. Trotzdem hatten wir bisher keinen einzigen Corona-bedingten Todesfall. Und ich vertraue, dass das so bleiben wird. Es kamen viele Menschen aus dem Ausland zu uns, auch Lkw-Fahrer oder Arbeiter aus den arabischen Ländern und aus China. Manche von ihnen waren krank, doch sie wurden schließlich alle geheilt entlassen. Kein einziger ist gestorben. Ich glaube, dass das daran liegt, weil wir Vertrauen haben, nicht auf unsere medizinische Tüchtigkeit, sondern auf den Gott, der heilt. Unsere Kliniken heißen Jehovah Rapha Kliniken, der Gott, der heilt. Der Herr segne dich, ermutige dich und stärke dich. Ich segne dich in deinem Glauben an den großen Gott, der in Jesus Christus für uns alle wieder zurück erworben hat, was Adam und Eva im Paradies verspielt haben. Jesus Christus konnte am Kreuz sagen, es ist vollbracht. Du darfst durchbrechen in ein Leben, in dem du von dem Baum des Lebens genießt. Du darfst Frieden haben, der allen Verstand übersteigt. Du darfst deine Sorgen bei Gott abgeben, denn er sorgt für dich. Warum sagst du nicht, Herr, ich werde jetzt dir und deinem Wort mehr Glauben und Vertrauen schenken, als allen meinen bisherigen Erfahrungen. Ich bin sicher, dann wirst du Segnung um Segnung erleben. Darum bitte ich den Herrn Jesus Christus. Amen, Amen und Shalom, Shalom. Du kannst dieses Büchlein noch bei SCM Verlag in Holzgerligen bestellen und es kostet 9,99 €, also 10 Euro. Aber bitte lies es durch, bis diese Wahrheiten in dir Fleisch geworden sind. Ich möchte euch alle in der ewigen Herrlichkeit im Himmel begrüßen dürfen. Shalom, Shalom.